Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir sind wieder im Archäologieladen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir hauen uns wieder 100 Kisten von der Archäologie um die Ohren. Und da ich ja den Stab vor 2 Folgen bekommen habe, sind wir jetzt daran, hier die Quests noch fertig zu kriegen. Und zwar sind es einmal die Arakur, dass ich es mal richtig ausspreche, und die Clans von Draenor. Und das letzte Mal haben wir die Clans von Draenor 50 Kisten gekauft und wollten 50 Arakur-Kisten kaufen. Was haben wir anstatt dessen gemacht? Wir hatten Hochberg-Taurin-Kisten, was totaler Schwachsinn war. Heißt 100, 50 Kisten einfach rausgeballert für nichts und wieder nichts. Diesmal habe ich die richtigen Kisten gekauft und ich würde sagen, wir ja, legen los, machen die Kisten auf und hoffen, dass wir die Quests rauskriegen, dass wir da mit der Archäologie nicht mal fertig sind. Und ja, jetzt können wir beide wieder gleichzeitig aufmachen. Seht ihr, mein Makro klappt wunderbar. Oder so halb zumindest. Ah, jetzt klappt es zumindest. Das ist interessant, dass du nicht zwei von der gleichen Sorte gleichzeitig aufmachen kannst, aber zwei unterschiedliche, ne? Heißt, wir haben jetzt die Hälfte Arakor, die Hälfte Clans von Draenor und ich hoffe, dass wir beide Sachen rauskriegen. Wir brauchen nämlich noch zwei makellose Items. Einmal das Hackbeil und den Traumfänger brauchen wir. Mal schauen, ob die drin sind. Wäre natürlich sehr nice, dann wäre ich mit Archäologie fertig. Denn Archäologie ist weder spannend noch toll. Aber man kann es halt so nebenbei machen, ne? Also was ich sagen muss, wenn ich halt irgendeine Serie, irgendeinen Film oder irgendwie einfach YouTube irgendwas nebenbei angucke, ist Archäologie ganz praktisch, weil du musst nicht wirklich so aufmerksam sein, ne? Du kannst einfach ein bisschen, in meinem Fall durch Draenor fliegen, da ein bisschen ausbuddeln, hier ein bisschen ausbuddeln. Das geht tatsächlich, ne? Aber nichtsdestotrotz hätte ich es ganz gern mal weg von der Liste. Denn, ja. Spannend ist es halt nicht wirklich, ne? Muss man ganz klar sagen. Deswegen könnt ihr froh sein, dass ich in der Videoserie nur das Ergebnis zeige und nicht die Arbeit, weil bis man 100 so Kisten zusammengefarmt hat, das sind einige Stunden, könnt ihr euch vorstellen. Man kriegt nämlich immer etwa ein Item pro Archäologie-Abbaugebiet zusammen und ihr könnt euch mal vorstellen, wie lange es dann dauert, 100 Dinger zusammen zu bekommen. Also da steckt tatsächlich schon ein bisschen eine Zeit drin. Gut, hier haben wir nichts rausbekommen. Jetzt schauen wir mal, hauen wir noch ein bisschen mehr durch. Übrigens, Oger wäre die dritte Fraktion in Draenor. Die habe ich mittlerweile schon fertig, also da habe ich alle Teile. Und ihr seht schon, das letzte Makellose zu kriegen, ist halt leider immer das, was am längsten dauert, ne? Das ist halt immer das Blöde. Da zieht sich's dann halt immer so ein bisschen. Gut, die bauen wir alle wieder ab hier. Und dann versuchen wir jetzt nochmal das Hackbeil bzw. den Traumfänger zu kriegen. Hier habe ich jetzt leider schon keine Steine mehr, um da noch ein bisschen was reinzubasteln. Aber ich habe auch die ganzen, die einen halbwegs günstigen Preis haben, im Auktionshaus aufgekauft, ne? Also da waren schlichtwegs keine mehr. Oh boy. Hier, aber die Arakoa, da habe ich noch was. Oh boy, das war's dann schon wieder. Leider haben wir nichts rausgekriegt. Die Kisten kann ich jetzt hier wieder, oder die Teile kann ich wieder in Kisten umwandeln. Dann haben wir gleich schon mal ein paar wieder fürs nächste Mal. Und ja, das heißt für mich, ich darf wieder lostigern. Und kann, ja, blöderweise mir wieder noch solche Kisten zusammenfarmen. Und sobald ich das gemacht habe und wir wieder 100 zusammen haben, melde ich mich wieder und dann schauen wir mal, ob wir die restlichen Quests noch kriegen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.